Ja, hallo, Norbert Gallor-Hofer hier. Ich bin jetzt in Santa Monica. Es ist 6 Uhr morgens. Und ich habe die Liebe meines Lebens, meine Traumfrau, Mara Daristix, immer in der Urne mit dabei. Und ich habe sie heute hier ins Meer geschüttet. Reste ihrer körperlichen Hülle habe ich hier ins Meer verschüttet. Und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Es ist 6 Uhr morgens und normalerweise ist in Santa Monica so, dass es recht bewölkt ist und recht kalt ist. Aber heute ist ein wunderschöner Morgen. Es ist total magisch. Es ist ein wunderschöner Morgen und es ist warm. Es ist wunderschönes Wetter. Schau mal hier. Jetzt kommen doch ein paar Wolken, aber vorher war es wunderschön. Und es gibt zwei Orte, die Dari sehr, sehr geliebt hat. Was heißt geliebt? Wo sie einfach sehr, sehr viel Freude gehabt hat. Das ist hier Santa Monica, hier am Strand, hier am Meer. Es hat dir sehr, sehr schön, hat dir sehr großartig hier gefallen. Und der andere Ort ist in Las Vegas, im Grand Canyon besonders. Das hat dir dort großartig gefallen. Jetzt kommt gerade ein Jogger vorbei. Das hat dir sehr, sehr schön hier gefallen. Und ich habe mich heute Morgen entschlossen, hier hinzugehen. Es ist wunderschön hier morgens um 6. Vorbei, absolut läuft jemand mit Wasser hier vorbei. Und dann habe ich mich entschlossen, hier um 6 Uhr morgens hinzugehen, habe mich hier hingesetzt und es ist wunderschön. Ich weiß, warum Dari das hier geliebt hat. Diese Strände sind so riesig, so riesengroß und einfach wunderschön. Und dann habe ich mich hier hingesetzt, ein bisschen meditiert, geweint, getrauert. Aber sie ist ja bei mir. Sie ist ja bei mir. Und dann sitze ich hier so, guck raus hier aufs Wasser. Weißt du, was ich da sehe? Ehrlich, kein Witz. Ich habe es auf Video auch mal genommen, mal gucken, ob man es sieht. Ich habe zwei Delfine gesehen, direkt vor mir. Zwei Delfine waren am Schwimmen. Zwei Delfine waren vor mir. Und dann wusste ich, ich habe die Urne dabei und dann wusste ich, das ist der richtige Platz. Das ist hier der richtige Platz. Zwei Delfine vor mir. Bin ich hier ins Wasser gegangen, habe einfach gesagt, ich übergebe die Reste ihrer menschlichen Hülle jetzt dem Meer, dem Ozean. Ein bisschen hineingeschüttet, die Reste, die Asche. Mit jeder Welle wurde mehr und mehr abgetragen. Mit jeder Welle wurde mehr und mehr abgetragen. Weil ich bin so dankbar. Dankbar, dass ich gesund bin. Dankbar, dass ich essen kann. Dankbar, dass ich Essen kaufen kann. Dankbar, dass es mich gibt. Dankbar, dass ich reisen darf. Dankbar, dass ich reisen kann. Dankbar, ja. Dankbar für das Leben. Dankbar, dass ich jetzt weiter dienen darf und das Leben der Menschen besser machen darf. Dankbar, dass es dich gibt. Dankbar, dass du mir hier zuhörst. Und dankbar, ja, für das wundervolle Leben. Für die nächsten Abenteuer, die mich noch erwarten. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und
war alles da. Ich merke, du bist gerade bei mir. Du bist in meinem Herzen. Danke. Vielen, vielen Dank. Es ist wunderschön. Danke. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du so großartig bist. Du bist wundervoll. Ich liebe dich. Lebe jetzt deinen Traum. Werde frei und wieder authentisch gerecht.